25. Noch 3 Tage und wir haben Heiligabend und die Adventszeit ist schon wieder vorbei. Ja, ich zeige euch einmal gerade, hier hatte ich heute Lernstark drin. Und ja, geht direkt weiter mit der 21. Und hier lernen wir heute Frohe Weihnachten auf Schwedisch. Und hier haben wir eine leckere weiße Schokoladentafel drin mit so Himbeerstückchen sind das, glaube ich. Na genau. Dann habe ich mich noch erinnert an letztes Jahr. Ja, weiße Schokolade ist meine Lieblingsschokolade. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade die ganze Schokolade so ein bisschen über. So, und es geht gleich mal los. Schwedisch-Wörterbuch. Wusstest du schon, was frohe Weihnachten auf Schwedisch heißt? Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. God jul. God jul. Gujul. Ja, also ich finde, Schwedisch ist wirklich eine ziemlich witzige Sprache und ich finde es ganz schön schwierig, ehrlich gesagt. So, der kommt an die Seite. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier ist ein Radiergummi drin. Das fühlt sich an wie ein riesengroßes Radiergummi. Also es ist ziemlich fest und hat wahrscheinlich irgendeine lustige Form oder so. Aber ich würde sagen, es ist ein Radiergummi. Ja, und hier kann ich es nicht sagen, weil hier ist irgendwas in noch ein Päckchen eingepackt. Keine Ahnung, was das sein kann. Es könnte noch mal extra eingepacktes Badezusatz oder so sein, weil es ist relativ fest, ein bisschen schwerer. Wir schauen gleich mal. Nee, ist es nicht. Das ist ein Fimo-Soft. Ja, das ist auch cool. Ich habe schon lange nichts mehr mit Fimo gemacht und ja, müsste so langsam mal wieder was machen. Ja, cool, danke schön. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Radiergummi. Es fühlt sich echt an wie ein Radiergummi. So, ja, mal gucken, was ich hier in dieser Box. Also könnte auch irgendwas Stoffmäßiges drin sein oder so, weil hier hinten fühlt sich so ein bisschen weicher, aber es kann auch an dem Papier liegen. Das weiß ich immer nicht. So. Ganz aufmachen. Das sieht zwar jetzt ein bisschen brutal aus, aber es war echt so verklebt. Ach, cool. Ja, das ist anscheinend ein Taschenwärmer und zwar mit einem Bezug von einem Faultier. Ja, witzig, dass du so viele Faultiersachen gesehen hast. Ich habe gar nicht so viel gesehen. Ja, und hier ist dann so ein Taschenwärmer drin. Da ist diese Platte, die man dann drücken kann. Das sieht aus wie eine Wärmflasche. Und das Ganze in so einer Art Socke. In so einer Faultiersocke. Ja, süß auf jeden Fall. Vielen Dank. Ach so, ich lege immer alles aus dem Bild. Dabei kann ich alles eigentlich wieder reinschieben. Ja, das war meine 21. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen.